Okay. Ich frage mich, ob man hier... nicht zu weit. Ah, schade. Okay, da kommt man auch nicht drauf. Ist ja doof. Aber wir können von hier runter. Warum konnte man das dann hier machen? Wenn wir das von hier ebenso schaffen. Ich schaue mir das jetzt mal an. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig alles. Nein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade hier voll gar nicht, ey. Es muss doch möglich sein. Oh, Mann. Lara. Autsch. Okay, hier, das bringt hier nichts. Hm. Wir wollen hier rüber. Okay, soweit schon mal alles klar. Was ist das denn hier eigentlich? Waren wir hier schon mal? Hier waren wir noch gar nicht, ne? Aha. Ne. Lass mal los, Schatzi. Okay. Okay, das hat hier irgendwas zu bedeuten. Irgendwas können wir hiermit machen. Ach, guck mal hier. Hier ist eine Spule. So, und dann drück mal. Und los und weiter und weiter und weiter. Ich wusste es doch. Das kann es noch nicht gewesen sein. Du kannst jetzt loslassen. Okay, weiter geht's hier nicht. Aus Gründen. Ich weiß noch nicht, was wir hiermit genau machen können. Und dann? Okay, ich habe mir gedacht, das wird bestimmt genau so einfach, aber hä? Kann ich das jetzt nicht weiterschieben? Na komm, hopp, zieh, drück oder zieh. Aber ich kann es ziehen. Aber wahrscheinlich, ja, dann lass mal los, Schatzi. Ich bin echt ein bisschen... Was muss ich jetzt hiermit machen? So, wenn ich jetzt hier... Warte mal. Kann ich das echt nicht weiterziehen? So, wegziehen oder... Hey, was machst du? Hä? Zieh. Oder drück. Okay, pass auf. Wir drücken und ziehen mal jetzt so weit, wie es geht. Und einfach nur, um zu gucken, was wir machen können. Vielleicht muss ich es ja auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen... hier drunter positionieren. Aber hier drunter war es ja schon, ne? Ja, ich drücke ja, um zu hinterher gehen. Ach, guck an. Ne, pass auf, wir müssen das rausschieben, definitiv. Wir müssen das definitiv rausschieben und dann herausfinden, was wir damit machen können. Ja, und ich weiß, storytechnisch bringt uns das null voran. Das ist mir durchaus bewusst. Allerdings, naja, ihr wisst es doch. So, pass auf. Wenn ich jetzt hier... Ups. Warte mal, könnte das was damit? Das bringt ja auch nichts. Wir müssen. Wenn ich jetzt von hier oben. Nö, da habe ich mir gedacht, dass das auch nicht unbedingt viel bringt. Was ist das denn hier? Ja. Danke, wir haben jetzt ein. Hier kann man auch nichts machen. Ich weiß, ich habe den Satz jetzt nicht unbedingt zu Ende gebracht. War aber auch geplant so. Irgendwas? Ja, aha. Okay. Warte mal, wenn ich den...
Ah, mein Gott, Lara. Von hier aus kann ich jetzt aber auch nicht. Nee. Dass ich jetzt irgendwie den hier verbinde, also den damit verbinde, aber die. Doch. Doch. Pass auf. So. So, dann renne ich jetzt schnell hier hin. Hier, nein, an den. Hier, an dem hier. An. Okay. Vielleicht, dass der dann unten bleibt. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? So. Dann renne ich schnell zu dem Wagen hier rauf. Uah. Oder umgekehrt? Vielleicht umgekehrt. Irgendwie, dass wir das Ding, Autsch, hiermit verbinden. Aha. Jetzt muss ich nur noch darauf. Ja, guck mal. Ja? Papa ist doch gar nicht mal so doof. Oh Gott. Hat ja auch lang genug gedauert. Rüber. Jetzt hier hochklettern, richtig? Ja, super. Ich wusste es. Ich wusste es. Und hoch. Oder hoch, nicht hoch. Und hoch mit dir. Aha. Wow. Super. Und jetzt lesen. Als Belohnung erstmal ein bisschen Tagebuch schnüffeln. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Oha, das muss sehr deprimierend sein für einen Arzt oder eine Ärztin, die könnte, aber dann doch nicht kann. Schlimm, schlimm, schlimm sowas. So, wir sind endlich angekommen. Gibt's hier noch eine Karte? Guck mal. So, und noch hier ein bisschen plündern. Dam, dam, dam. Wow. Alter. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Super, schneller Heiler gemeistert. Aha. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Selfcare ist immer super. Haus der Kranken. Kranken oder Kraken? Ne, Kranken, ne? Haus der Kraken. So, und das war's wahrscheinlich schon. Ja, vielen Dank, liebe Leute. Natürlich erstmal rein ins Geplätscherte. Hier, das ist. Okay, hier ist meine Säule. Ich will jetzt raus. Ich will raus. Einfach nur raus. Wie ich auch sofort weiß, wo es rausgeht, ne? So. So, und dann hier ducken. Na komm, na komm. Nicht mehr lang. Dann sind wir da. So, okay. Haben wir jetzt eine Grabkammer gemacht? Finde ich ja super. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber sie war halt da. Es ist dunkel, dunkel, dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. So. Alter, gut, dass der Weg nach draußen nicht so ewig lang dauert. Renn. Lauf, Lara, lauf. Lauf. Boah. So, wir haben es endlich geschafft.
Lächeln, Lara. Aha. So. Okay, das haben wir gemeistert. Wir wollten einfach nur helfen und sind dann erstmal schnurstracks. Pass auf, wir machen uns das einfach. So, und einmal noch hier. Ein paar Verbindungen und so weiter aufbauen. Oh. Ja, machen wir das hier so. Genau. Ich dachte, wir können jetzt verschiedene Verbindungen. Dein Ernst? Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Na toll. Mal sehen, was ich tun kann. Lockte mich von wegen, ja, Vertrauen aufbauen, der will einfach nur billige Arbeitskraft. Penner, ich wette, ich krieg das nicht bezahlt. Wette ich mit euch, wette ich. Trinity wird bald hier sein. So. Wir wollen aber natürlich noch nebenbei. Achso, wir sind fertig hiermit. Wollen wir erstmal zurückgehen? Komm, dann gehen wir erstmal zurück. Weil wir haben ja jetzt unseren Sold getan. Wie komme ich denn jetzt zurück? Am besten. Ja, ja, ja. Erstmal quer durch die Pampas rennen. Hallöchen. Ich schieße in den Hintern. Nein, Bambi darf leben. Wo bin ich? Ich muss nach oben, ne? Ja, okay, ich muss nach oben. Dann werden wir mal. Wir laufen hier. Hallo? Nein! Nein, 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 kein Bär, kein Bär, kein Bär, nein, 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 kein Bär, bitte, 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 es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe! Bitte, bitte, bitte nicht! Ernsthaft, ernsthaft, Bär macht keinen Scheiß, Bär macht keinen Scheiß, macht keinen Scheiß, macht keinen Scheiß. Alter! In den Hintern! In den Hintern! Einfach nur, weil du böse bist. Was ist denn los mit dir, Alter? Laufe ich denn in die Bärenhöhle rein? Mutig wie ich war, habe ich aber dem Bär gesagt, pass mal auf, ist besser, wenn du dich nicht mit mir anlegst. Bin dann einfach gegangen. Der Bär wollte noch, aber ich habe gesagt, komm, du bist nicht, ne, du bist mir nicht gewachsen und deswegen habt ihr ja gesehen, ne? Verdammt. So, Gewehr freigeschaltet. Super. So, was gibt es hier Schönes? Wie ein Flachmann. So wie ein Flachmann. Ah, Pfeile. Hey, hallo, ich möchte hier nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern... ich komme hier nicht hoch. Hilfe? Wie komme ich jetzt da hoch? Autsch. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt von dem Bär. Der übrigens keine Chance hatte. So, dann mal hoch mit dir, Lara Puppy. Was? Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Ja. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Natürlich. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Mhm. So, muss ich jetzt erstmal den Korb nehmen, oder was? Natürlich. Zum zweiten Turm. Der wo wäre? Ja, genau. Ja, natürlich. Hier hinten ist der Turm. Wollen wir mal so einen kleinen Botengang machen? Ich weiß, wir müssen eigentlich zum aktuellen Einsatzziel... Aber ich möchte jetzt schon diese Verteidigungsstrategie, ich möchte natürlich die Verteidigung hier aufbauen, denn durch uns, ne, ist ja Jacob, sind ja Jacob und seine Leute in Gefahr. Das heißt, eigentlich müssten wir... Hi, ouch, au, ouch, ouch, ouch. Na du,